Praxis seiner Mutter in Neubuko eingestiegen. Für die Patienten ist er so eine Art Held der Heimat geworden. Na, Helden der Heimat ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Wertschätzung spürt man doch. Und die Meinung des Hausarztes zählt hier mehr, als es in Berlin in meiner Arbeit dort mir aufgefallen ist. Guten Tag. Tag. Na, lieber Doktor, wie geht es? Danke, gut. Ich kann nicht so schnell. Gut. Die vielen alten Patienten auf dem mecklenburgischen Land gewöhnen sich langsam daran, dass nicht mehr Frau Doktor kommt, sondern ihr Sohn. So, nehmen Sie mal Platz einmal. Ich war so krank. Oh, oh, oh. Mutter, ich komme nicht wieder. Jetzt möchte ich mal wissen, was macht mein Zucker? Da gucke ich gleich mal nach. Der Dr. Schulz hat gesagt, mein Alter ist normal. Oh. Ab nicht mehr. Also der letzte Zucker, der war okay, 6,9. Da brauchen Sie keine Sorgen haben. Und den Krankenhaus auch nicht, ne? Nee, das war ja kurz nach dem Krankenhaus, haben wir den noch mal kontrolliert, das ist okay. Dann können Sie noch mal den linken Oberarm freimachen. Ja, ich glaube, können Sie damit den Arm raus einmal? Ja, ja. Und dann habe ich eine Frage, wie oft kriege ich Spritzen im Bauch noch? Besprechen wir gleich, ja? Ja. So. Die Hausbesuche des 40-Jährigen laufen ganz anders ab als bei seiner Mutter. Der war drin. Jeder ist ja auf seine Art verschieden. Und das ist sicherlich auch für die Patienten was anderes, wenn meine Mutter gekommen ist und nun ich da auf einmal bin. Aber vielleicht ist das, dass ich nicht ganz so unbekannt erscheine, für die Patienten leichter. Aber trotzdem ist es erstmal eine neue Beziehung, die man auch mit den Patienten dann anfängt. Die Spritzen brauchen Sie, weil wir Ihr Blut verdünnen müssen. Ja, weil Ihr Herz unregelmäßig schlägt. Ja. Und damit sich keine Blutgerinnsel bilden, die einen Schlaganfall verursachen können, deswegen brauchen Sie die Spritzen. Die mein Leben lang. Stefan Zuths Tag ist durchstrukturiert. Er sieht sich in erster Linie als Arzt und weniger als Seelsorger, Pfarrer oder Therapeut. Er erklärt geduldig den Patienten ihre Krankheit. Für private Gespräche bei den Hausbesuchen bleibt da wenig Zeit. Okay, ja. Ja. Tschüss, alles Gute, ne? Ja. Mach's gut. Ihnen auch. Danke fürs Kommen. Ja. Und ich bin wieder weggesprungen. Der junge Landarzt möchte, dass seine Patienten ihre Krankheit begreifen. Mitnehmen. Ja. Nicht vergessen. Okay. Stefan Zuths will seinen Arbeitstag richtig einteilen, damit auch Zeit für seine Familie bleibt. Zum Kaffeetrinken mit den Patienten reicht es dann oftmals nicht. Ein gewisses Pensum habe ich ja doch, was ich da abarbeiten muss. Und das ist dann vielleicht das, was Sie jetzt so ein bisschen Street nennen. Aber dass ich schon weiß, ich habe einen variablen Korridor, aber ich habe einen Korridor. Und da könnte ich jetzt nicht in Ruhe irgendwo einen Kaffee trinken. Vielleicht ist das auch eine Generationsfrage. Also meine Mutter ist ja mit einigen Patienten so wenigstens in Sichtweite jetzt vom Alter her. Seine Mutter Ursula Zuths ist eine Landärztin vom alten Schlag. Wenn ich wieder auf die Welt komme, würde ich wieder Landarzt werden. Egal was ist. Zu meiner Zeit war man Landarzt 24 Stunden und heute ist man Landarzt nur in der normalen Sprechstundenzeit, Hausbesuche und dann ist Schluss. Und wenn man Bereitschaft hat, hat man Bereitschaft und an den anderen Nachmittagen und Abenden hat man Freizeit. Und da kann man sich dann eben auch was vornehmen. Und zu meiner Zeit konnte man sich dann noch nicht so recht was vornehmen. Ich wurde auch nachts angerufen von Patienten. Dann bin ich auch nachts losgefahren. Ein Leben als Landärztin. Nach über 40 Jahren kennt Frau Doktor so ziemlich alle Angewohnheiten ihrer Patienten. Muss ich mal hinten rumgucken. Herr Priewitzer? Manchmal fühlt sich Ursula Zuths bei ihren Patienten wie zu Hause. Heute bringe ich Regen mit. Gar nicht so ja, schön. Das hat ja auch Regen angesagt. Ja. Guten Tag. Ja. Kommen Sie rein. Ja. Ich habe heute einen Topf gekocht. Das schmecke ich gerne. Ich mache gerne Suppen. Das ist auch gut.
Dann braucht man nicht so viel zu trinken, hat man schon die Flüssigkeit. Habe ich mir Würstchen reingeschnitten, das auch gut. Ja. Reingeschnitten, dann ja. Musst du essen, ja, einschöpfen. Weil ich eines Morgen Krankenkasse gesagt, Herr Frieze, die kriegen schon noch ganz schön Rente da. Ist doch schön. Ja, denn hier schlimmer habe ich nichts verdient. Ja, ja, sehr gut. 120 zu 75. Ja, ich habe auch keinen Schmerz, nichts. Ja, schön. Meine Der alte Herr freut sich, wenn er erzählen kann. Es gibt nicht viele, die ihm so geduldig zuhören. Für Ursula Zutz gehört das mit zu ihrem Beruf. Wenn du guck mal, da drüben, da ist mein Kalb. Bei jeder. Ach so. Haben die geschummelt mit dem Kalb, ja? Na, sie. Ja, ja. Hat den Kalb umgewechselt. Nee. Ich wollte nicht, er hat immer morgens ein kleines Schläppchen, ein Gläschen war schon da. Ja. Das hat sich immer genommen. Na, ich finde, wenn wir uns so ein bisschen unterhalten, ist er nicht so einsam. Dann kann er loswerden, was er auf dem Herzen hat. Ich kann er mal erzählen, wieder von früher. Ich kenne das nicht. Ja, das war nicht meine Heimat. Genau, und dann erzählt er mir, was er schon durch hat. Ab 12 Jahren muss er schon. Na, Doktor, das habe ich mir noch nie erzählt. Wir stammen von Mittelslowakei, wo die Tour jetzt. Die Tour jetzt fließt in den Berg rein. Ja. Ursula Zutz hat ihr Privatleben oft hinten angestellt. Sie ist mit ihren Patienten alt geworden. Das hat Nähe und Vertrauen geschaffen. Ihr Sohn muss sich das erst noch erarbeiten. Ja, das ist aber fein. Mal lass es schmecken, ne? Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank. Nehmen Sie mit. Okay. Sie weiß, dass ihr Sohn Stefan das heute anders macht. Alles in Ordnung soweit, ja? Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer, weil ich die Leute mehr kenne und bin einfühlsamer, würde ich gar nicht mal sagen. Er ist auch sehr einfühlsam, aber er möchte das alles mehr ein bisschen kurz und bündig haben. Vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man ein bisschen älter ist, dass man mit den Leuten mehr reden möchte. Ich möchte auch nicht, dass jemand nur sagt, guten Tag, wie geht's, tschüss. Es ist zu wenig. Kleine Tochter von Stefan Zutz bei ihrer Klavierstunde. Einmal die Woche. Der Termin ist dem Landarzt heilig. Trotz seines Jobs verbringt er viel Zeit mit den Kindern. Alles eine Frage der Organisation. Linke halten die zwei Tage. Hier gab es ja nicht so die Geschlechterteilung, aber es ist ja nicht so, dass meine Frau zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, sondern das machen wir schon zusammen. Dafür brauche ich einfach auch Zeit. Und wenn ich da auch für die Patienten immer ansprechbar gewesen wäre, hätte ich die Kinder nicht versorgen können. Und das impliziert ja auch so ein bisschen, wenn der Hausarzt nicht da ist, sind die Patienten nicht versorgt. Und das ist ja durch gute Organisation, die Praxis ist von 7 bis 19 Uhr auf. Und wer danach ein akutes Problem bekommt, für den ist ja der Notdienst da. Neubuku, ein kleiner Ort in der Nähe von Bad Doberan. Es war keine leichte Entscheidung für die junge Familie Zutz, von Berlin hierher zu ziehen. Zu Beginn wollten sie eigentlich nur zur Miete wohnen und hielten sich in allen Verträgen, die sie damals abschlossen, eine Rücktrittsklausel offen, für den Fall, dass sie es hier nicht aushalten. Ah, hallo Lilly. Hallo, na? Was macht dein Zahn? Das ist alles drin. Hallo. Zutz Ehefrau Katalin ist ein Großstadtmensch. Doch für ihren Mann Stefan war es unmöglich, in Berlin eine eigene Praxis zu eröffnen. Zu teuer, zu viel Konkurrenz. Ja, aber danach kommst du doch nach Hause. Ja, ich bin erst um 18 Uhr zu Hause. Wieso war es doch? Längst haben sich die Kinder an das Landleben gewöhnt. Auch wenn die große Tochter Lusa zur Schule jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit dem Bus nach Bad Doberan fahren muss. Bis heute haben sie es nicht bereut, aufs Land gezogen zu sein. Aber es war kein leichter Schritt. Oder Wasser? Als wir hierher kamen, das war schon ein relativ großer Umbruch. So auch für mich, denke ich, auch für uns. Denn so in Berlin ist ja relativ viel los. Und
Ja, und das so mein erster Eindruck war, als wir dann immer hier hochgefahren sind, ist es ja relativ ruhig hier, so nach 18 Uhr sieht man eigentlich so kaum Menschen auf der Straße und naja, das also war schon für mich erstmal so ein ja, bedrückender Eindruck. Ne? Also ich hatte irgendwie so Schwierigkeiten, erstmal so Vorstellungen darüber zu bekommen, wie wird denn das sein, wenn wir denn hier leben? Und als wir hergezogen sind, haben wir schon die ersten Rückfahrkarten nach Berlin gelöst gehabt. Dass wir schon Konzertkarten hatten, wo wir wussten, also auf jeden Fall, wir müssen nicht in Neubuko versauern. Das war so einfach die Angst, weil in Berlin gibt es ja alles im Überfluss. Ja? Theater, Menschen, Autos, Kino, Konzerte. Und hier ist wenig. So, also im Vergleich zu Berlin jedenfalls. Und ich glaube, wenn man so lange in einer Großstadt wie Berlin gewohnt hat,